Heute schauen wir uns die Newtonschen Axiome an, aber nicht irgendwie abstrakt im Weltraum, sondern ganz konkret in der Anwendung der Kampfkunst. Und wir zeigen euch, wie ihr auch einen starken Gegner durch Aufnehmen der Kraft und Ableiten besiegen könnt. Wer war dieser Isaac Newton? Sir Isaac Newton wuchs als Kind einer Gutsherrenfamilie auf und hat als Sizer, also als Hilfskraft, die in der Mensa die richtigen Portionen austeilt, sein Studium in Cambridge finanzieren können. Er hatte in Cambridge Zugriff auf die Schriften von Galileo Galilei, Tycho Brahe und Johannes Kepler. Wie viele andere Gelehrte seiner Zeit war er sicher, dass man die Gedanken Gottes besser verstehen könnte, wenn man das Buch der Natur studiert. Mit Offenbarungen hatte er Schwierigkeiten und er legte sich oft mit der Kirche an. Johannes Kepler hatte kurz zuvor dafür gesorgt, dass das heliozentrische Weltbild anerkannt wurde. Die Sonne, nicht die Erde wie bei Aristoteles, steht im Mittelpunkt. Die Planeten kreisen um die Sonne. Anders konnte man die merkwürdige Bahn des Mars auch nicht erklären. Der bewegt sich auf seiner weiter außen liegenden Bahn langsamer, wird deswegen regelmäßig von der Erde überholt und scheint dadurch manchmal rückwärts über den Sternenhimmel zu laufen. Was die Planeten auf ihrer Bahn antreibt, das war noch ein offenes Rätsel. Das aristotelische Weltbild sieht den Stillstand als den natürlichen Zustand jedes Körpers an. Für die Bewegung eines Körpers ist demnach immer eine Kraft notwendig. Bei Kepler war dies die Anima Motrix, eine gewisse göttliche Kraft, die Körper immer in Bewegung halten sollte. Isaac Newton räumte damit radikal auf. Ein Körper bleibt im Zustand der Ruhe oder bewegt sich gleichförmig in eine Richtung weiter, bis von außen eine Kraft auf ihn wirkt, die seinen Bewegungszustand ändert. Die Planeten tun genau das. Sie bewegen sich im Weltall einfach weiter, da keine Luft vorhanden ist, die sie abbremst. Deswegen müssen sie auch keine Anima Motrix aus ihrer Umgebung erhalten. Eine revolutionäre Idee. Auf der Erde kann man das nicht so gut beobachten. Hier scheint der Stillstand der Normalzustand zu sein. Egal, was Sie anstellen, früher oder später kommt jede Bewegung zum Stopp. Der Grund dafür ist Reibung. Wenn zwei Körper sich berühren, übt der eine Körper eine Kraft auf den anderen Körper aus und umgekehrt. Wenn Ihre Füße oder Ihr ganzer Körper über den Boden rutscht, werden Atome aus dem Boden von dieser Kraft regelrecht herausgerissen und aus Ihrer Haut schmerzhafterweise auch. Die Atome, die noch drin bleiben, werden von der Reibung in Bewegung gesetzt und fangen an zu schwingen. Das nennen wir Wärme. Sie können das mit Ihren Händen leicht ausprobieren. Das ist jetzt schon das dritte Newtonsche Gesetz. Übt ein Körper Kraft auf einen zweiten Körper aus, so übt der zweite Körper eine genau gleich große Kraft in entgegengesetzter Richtung auf den ersten Körper aus. Wir brauchen also das dritte Newtonsche Gesetz, um zu verstehen, was mit dem ersten Newtonschen Gesetz hier auf der Erde los ist. Es sind halt überall um sie herum Körper und die meisten stehen still. Wenn sie mit einem Körper, meistens ist das die Erde, in Kontakt kommen, dann übt dieser Körper so lange eine Kraft auf sie aus, bis sie auch stehen. Actio gleich Reactio, sagt der Lateiner dazu. Im Weltall fällt das gar nicht so auf, weil da generell weniger los ist. Die Sonne übt aber trotzdem eine Kraft auf die Planeten aus. Sonst würden diese sich ja nach dem ersten Newtonschen Gesetz gleichförmig in eine Richtung weiter bewegen. Diese Kraft musste Isaac Newton erst einmal definieren, damit sein Weltbild passt. Und das ist sein zweiter wesentlicher Verdienst, die Formel für das Newtonsche Gravitationsgesetz. Häufig wird die Gravitationskraft abgekürzt als F-Index G. Sehen Sie den großen Pfeil über dem Buchstaben F? Das ist ein mathematisches Zeichen dafür, dass es sich bei der Kraft um einen Kraftvektor handelt. Jede Kraft hat immer eine Richtung. Stellen wir uns mal die Bewegung der Erde um die Sonne vor. Da wirkt die Gravitationskraft von der Sonne auf die Erde. Den Abstand von der Erde zur Sonne stellt man mit dem Radiusvektor dar. Das ist ein Pfeil, der von der Erde auf die Sonne zeigt und der so lang ist wie der Abstand der Erde von der Sonne. Diese Formel sagt uns also, dass zwischen der Erde und der Sonne eine Gravitationskraft wirkt. Dass diese Gravitationskraft die gleiche Richtung hat wie der Radiusvektor, also von der Erde auf die Sonne zeigt,
und dass diese Kraft auch vom Abstand zwischen Sonne und Erde abhängt. Der Radiusvektor steht nämlich im Nenner. Je größer der Abstand von der Erde zur Sonne ist, desto kleiner ist die Gravitationskraft. Ganz aufhören tut sie aber nie. Die Gravitationskraft ist aber auch von der Masse der beiden beteiligten Körper abhängig. Da muss man erstmal drauf kommen. In der Formel ist die Masse des ersten Körpers mit m1 und die Masse des zweiten Körpers mit m2 bezeichnet. Die Gravitationskraft ist abhängig vom Produkt der beiden Körpermassen. Ist die Masse eines der Körper 0, gibt es auch keine Kraft. Das ist einleuchtend, denn Kraft ist ja die Wirkung eines Körpers auf einen anderen Körper und ist einer der beiden Körper gar nicht da, dann wirkt auch nichts. G ist die Gravitationskonstante. Die ist ganz schön schwer zu bestimmen, weil sie so klein ist. 6,674 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 durch Kilogramm mal Sekunde zum Quadrat. Das muss man erstmal messen. Würde man zwei Massen von einer Milliarde Kilogramm auf der Erde haben, würden die sich gerade mal mit 16,7 Newton anziehen. Und mit der Entfernung R würde diese Anziehungskraft noch schwächer werden. Die Sonne ist aber richtig groß. Und deshalb entsteht zwischen Sonne und Erde genug Anziehungskraft, um die Erde auf ihrer kreisförmigen Bahn zu halten, auch wenn die Sonne so weit entfernt ist. Und die Erde zieht genauso kräftig an der Sonne. Weil die Sonne aber viel schwerer ist, sieht man nicht allzu viel von dieser Kraft bei ihr wirken. Das ist so, wie wenn ein schwerer Papa sein leichtes Kind im Kreis herumwirbelt. Eigentlich drehen sich beide um einen Punkt zwischen ihnen. Aber weil der Papa so schwer ist, liegt dieser Punkt nicht in der Mitte zwischen den beiden, sondern mehr so im Papa drin. Man sieht diese Drehbewegung um einen gemeinsamen Punkt daher kaum. Heute beschäftigen Tommy und ich uns mit den drei Sätzen von Newton. Der erste Satz von Newton lautet: Ein Körper, auf den keine Kraft ausgeübt wird, der behält seinen Bewegungszustand bei. Entweder er bleibt stehen oder er bewegt sich einfach weiter. Der zweite Satz ist: Ein Körper, auf den eine Kraft ausgeübt wird, der erhält eine Beschleunigung in Richtung der Kraftwirkung. Und der dritte Satz ist: Wenn ich eine Kraft auf einen Körper ausübe, dann übt dieser Körper eine gleich starke Gegenkraft auf mich aus. Es ist natürlich in der Kampfsituation jetzt eher kontraproduktiv. Weil wenn ich jemanden habe, der eine Kraft gegen mich ausübt, durch einen Schubser zum Beispiel, und ich halte mit gleicher Kraft dagegen, dann wird es in der Regel so aussehen, dass ich umfalle. Vor allen Dingen dann, wenn mein Gegenüber stärker ist als ich. Ich muss also ein bisschen umdenken dann dabei. Hier haben wir als allererstes Kraftprinzip, dass ich mich von meiner eigenen Kraft löse und dementsprechend auch von der Kraft des Gegners. Weil wenn ich versteife, haben wir ja gerade gehabt, dann rutscht er vielleicht rein, ja, oder ich falle halt um. Was ich stattdessen mache, ist, ich gebe einfach nach und merke also dann dementsprechend, dass seine Kraft hier kommt und kann die auf mich zugehen lassen. Das resultiert natürlich immer noch darin, dass ich getroffen werde. Dann kommt das zweite Prinzip und das ist, dass ich seine Kraft nutze. Das heißt also, je mehr Kraft er hier reingibt, desto mehr kriegt er auf der anderen Seite raus quasi. Und das dritte Prinzip ist, dass sobald dieser Arm dann wieder frei ist, ich meine eigene Kraft hinzufüge. Das heißt also, ich kriege mit, da passiert etwas, gebe nach, nehme seine Kraft mit, nutze das hier und sobald dieser Arm wieder frei ist, wham, endet die ganze Situation in einer Katastrophe für den Angreifer und hoffentlich in der Sicherheit für mich als Verteidiger. Und die spannende Frage ist, hat Tommy jetzt gerade die Gesetze von Newton, die Gesetze der klassischen Physik, widerlegt? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bitte entscheiden Sie selbst. Das erste und das dritte Newtonsche Gesetz kennen wir jetzt. Was macht eigentlich das zweite? Es beschreibt genauer, wie sich der Bewegungszustand eines Körpers ändert, wenn eine Kraft auf den Körper wirkt. Den Bewegungszustand eines Körpers hat Newton durch den Impuls beschrieben. Der Impuls ist das Produkt aus seiner Masse, m, und seiner Geschwindigkeit, v. Die Einheit des Impulses ist daher zusammengesetzt aus der Basiseinheit Kilogramm für Masse und Meter pro Sekunde für Geschwindigkeit. Für uns im Alltag ist es okay, wenn wir den Impuls mit dem Schwung oder der Wucht des Körpers übersetzen. Da der Körper mit seinem Impuls in eine bestimmte Richtung unterwegs ist, ist der Impuls eine gerichtete Größe und bekommt einen Vektorpfeil über sein Formelzeichen. Das Tolle am Impuls ist, dass er erhalten bleibt, wenn keine äußere Kraft auf den Körper einwirkt. Seitdem wir die Relativitätstheorie haben,
wissen wir, dass sich bei Annäherung an die Lichtgeschwindigkeit erstaunliche Sachen ereignen. Die Zeit vergeht im Raumschiff langsamer. Die Masse des Raumschiffs wird größer. Gerade Strecken krümmen sich und werden kürzer. Auch wenn die Masse und die Geschwindigkeit des Raumschiffs damit, eben relativ werden, der Impuls des Raumschiffs bleibt, egal was kommt, erhalten, solange keine äußere Kraft auf den Körper wirkt. Wir haben einen starken Impulserhaltungssatz. Nur eine äußere Kraft ist es, die den Bewegungszustand eines Körpers ändern kann. Newton und auch Einstein definieren aus diesem Grund Kraft als die Veränderung des Impulses. Dazu hat Newton einen Punkt über die Größe gemalt, die sich verändert. Die Einheit der Kraft trägt den Namen Newton zu Ehren von, Sie kennen ihn schon. Eine Kraft von einem Newton erhöht den Impuls eines Gegenstandes in jeder Sekunde um eine Einheit. Also um 1 Kilogramm mal Meter pro Sekunde in jeder Sekunde. Daher kommt, wenn man den Bruch zusammenfasst, die Quadratsekunde im Nenner. Schauen wir uns das einmal konkret mit der FET Forces and Motion an. Hier haben wir ein Männchen, das mit 2 kleinen Klicks auf diesem Regler eine Kraft von 100 Newton auf einen reibungsfrei auf einem guten Skateboard gelagerten Körper wirken lässt. In jeder Sekunde nimmt der Impuls des Körpers daher um 100 Kilogramm mal Meter pro Sekunde zu. Jetzt wirkt der Gegenstand auch 100 Kilogramm. Beim Rechnen lässt sich das prima kürzen. Wenn wir auf den Tacho schauen, sehen wir, dass seine Geschwindigkeit in jeder Sekunde um 1 Meter pro Sekunde steigt. Nehmen wir jetzt mal einen Körper, der nur halb so schwer ist. Das Männchen lässt immer noch die gleiche Kraft von 100 Newton auf den Körper wirken. Der Impuls des Körpers erhöht sich um 100 Einheiten in jeder Sekunde dadurch. Weil der Körper nur halb so schwer ist wie vorher, nimmt seine Geschwindigkeit jetzt doppelt so schnell zu. 2 Meter pro Sekunde in jeder Sekunde. Wichtig ist, ob Sie sich dem schweren Körper mit wenig Geschwindigkeit oder dem leichten Körper mit viel Geschwindigkeit in den Weg stellen, Sie bekommen den gleichen Impuls oder die gleiche Wucht ab. Denn das Männchen hat diesen Impuls in den Körper gesteckt. Und dort bleibt er nun, bis es eine kraftvolle und vielleicht schmerzhafte Wechselwirkung mit einem anderen Körper gibt. Wenn sich die Geschwindigkeit eines Körpers ändert, nennen wir das auch Beschleunigung. Wenn ein Körper eine Geschwindigkeit hat, ändert sich sein Ort. Und wenn sich gleichzeitig noch seine Geschwindigkeit ändert, dann wird es kompliziert. Nehmen Sie daher die FET The Moving Man und versuchen Sie zunächst, sich ein Gefühl für die Zusammenhänge von Ort, Geschwindigkeit und Beschleunigung selbst zu erarbeiten.